grüße euch zum Wochenorakel vom 1. bis zum 7. Dezember. Und ich habe wieder drei Steine ausgewählt. Einmal den Opalit, dann den Magnetisit und einmal das Tigerauge. Könnt gern, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, könnt ihr so kurz auf Pause drücken und in euch gehen, welcher Stein euch für diese Woche zusagen würde. Auch gibt es eine Ja-Nein-Frage am Schluss. Könnt ihr euch für später dann einen Engel aussuchen. Und ja, die stelle ich jetzt erstmal auf die Seite. Ne? Fällt er um? Der eine kann ohne den anderen nicht. Manchmal ist es so, auch im Leben. Ja. Okay, dann würde ich jetzt ganz gern beginnen mit der ersten Legung. Schauen wir mal rein. Nukua, die Ordnung. Ja, also schwebt da auch ganz bedächtig und da solltest du auf jeden Fall Ordnung in dein Leben schaffen. Egal wie, ja, in den Papieren und vieles mehr. Okay. Es gibt einen Weg und ich bin der Weg. Der Weg der Natur, der sich in allen Dingen bewegt. Am Anfang schuf ich das Muster des Universums. Den Weg, wie die Dinge sind. Den Weg, wie die Dinge fließen. Den Weg, wie die Dinge sein sollen. Dann schuf ich die Jahreszeiten. Schwangen in Berge, groß die Meere. Bis alles aufs Glücklichste gelungen war. Ich bin ja der natürliche Ordnung der Dinge. Ich bin der Weg. Mythologische Bedeutung. In der Zeit, die von den Hopai- und Shaanxi-Völkern in Nordchina das große Chaos im Universum genannt wird, erschien Nukua, die Göttin mit dem Drachenkörper, und um die Ordnung wiederherzustellen. Sie ersetzte die Säulen des Himmels mit den Beinen der großen Schildkröte und reparierte den Himmel mit bunten Steinen. Nach ihren Reparaturen konnte Regen fallen. Es war nötig. Und die Jahreszeiten konnten die richtige Reihenfolge einnehmen. Die Drachen, die auf den zwei Säulen zu sehen sind, bewahren den Weg der Sonne und des Mondes. Der Kompass, den sie an der Taille trägt, verkörpert die Ordnung. Bedeutung, Nukua schwebt in dein Leben, um dir zu helfen, Ordnung zu schaffen. Hast du ständig das Problem in allen Ecken deines Lebens nur Chaos anzutreffen? Das droht dich zu überwältigen, wenn du auch nur einen Augenblick nicht aufpasst? Hast du zugelassen, dass sich rings um dich Dinge angehäuft haben, unter denen du begraben wirst? Gelingt es dir, deinen Chef, deine Familie oder deinen Partner bestens zu organisieren, aber du kriegst für dich selbst nichts geregelt? Hast du regelrecht Angst vor Ordnung und weigerst dich, ein System für dich zu entwickeln, indem du dich dann eingesperrt fühlen würdest, das dich abhalten würde, im Fluss zu bleiben? Oder hast du dein Leben tatsächlich Ordnung geschaffen,
Doch die ist so gestaltet, dass sie dich einzwängt, dich unbeweglich und schwerfällig macht. Als sei alles in Stein eingemeißelt. Jetzt ist eine gute Zeit, deine Heilung und dein Wachstum voranzutreiben, indem du dir eine Ordnung schaffst, die dich unterstützt, anstatt dich einzuengen. Nukua erinnert dich daran, dass sich ein im natürlichen Fluss der Dinge geordnetes Leben auf deinen Weg zur Ganzheit weiterbringt. Doch wenn du mit Gewalt ein unnatürliches System von außen überstülpst, schaffst du nur inneren Widerstand und Abwehr. Ja, manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, ja, wo du hier Ordnung schaffen musst. Schauen wir mal weiter, die allgemeine Bedeutung der Woche. Die Walküren, die Schicksalsengel, ja, die Assassinen, die Krieger, die auf dem Feld gefallen sind, nach Valhalla bringen. Die Karte bedeutet auf kreative Kräfte hin, die auf schöpferische Weise versuchen, den göttlichen Wirken in uns Ausdruck zu verleihen. Bei Zufällen, Entscheidungen sollen wir mehr auf unser Herz als auf den Kopf hören und unser Vertrauen in die eigene Intuition bestärken. Innere Eingebungen und instinktive Träume sind zuweilen ein Versuch, unser unsichtbaren Geisthelfer und Helfer mit uns in Kontakt zu treten, um uns Hinweise für die Bewältigung unserer irdischen Aufgaben zukommen zu lassen. Ja, Träume bewirken manchmal sehr viel. Vielleicht will auch ein verstorbener Freund, ja, der vielleicht vor kurzem verstorben ist, uns etwas mitteilen in einem Traum. Und um uns auch den richtigen Weg zu geleiten. Schauen wir mal im beruflichen. Skadi, Rückzug. Ja, sehr, sehr verschneit. Also es könnte eventuell sein, dass es anfängt zu schneien. Deutet eindeutig die Winterzeit auf die Winterzeit hin. Und ja, vielleicht erarbeitest du auch alleine schon Thematiken. Vielleicht sind auch einige krank und oder sind schon in den Urlaub gegangen, die dann über die Weihnachtszeit für dich arbeiten. Für alle Dauerschläfer, die stets von einer Aufgabe zur nächsten hetzen, ist Skadi ein Wink, sich auch einmal entspannend zurückzulehnen. Und den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Vielleicht wären sogar mal ein paar Urlaubstage angebracht. Es gilt, sich aus dem äußeren Geschehen so weit als möglich zurückzuziehen, um unsere Kräfte zu regenerieren und neue Konzepte zu ersinnen. Wird dieser Wink gänzlich ignoriert, müssen wir uns nicht wundern, wenn uns ein Rückzug in Kürze von außen aufgezwungen wird. Günstiger Zeitpunkt für die konzentrierte Arbeit an uns selbst.
Schulung, autodidaktisches Vorwärtskommen. Okay, und in der Beziehung, wie sieht es in der Beziehung aus? Wirkungsgrad, das Potenzial. Ist jetzt nichts Negatives, ja? Also wenn man jetzt die Schlange entdeckt, so, oh, das müsste doch im Germanischen doch eher was Negatives sein, ja? Also die Weltenschlange weist auf tief schlummernde Triebe und auch magische Seelenenergie hin. Deshalb ist es ratsam, für sich zu klären, wie ernst und wichtig einem die jeweilige Person sind. Bevor man Kräfte und Gefühle weckt bzw. entfesselt, mit denen man bisher glaubte, möglicherweise spielen zu können. Starkes, brennendes, sexuelles Verlangen sollte nach Möglichkeit auch ein kreatives und oder sportliches Ventil finden, damit wir uns nicht irgendwann in der Rolle des Sklaven wiederfinden, der sich seinen selbstgemachten, fleischlichen Begierden ausgeliefert sieht. Okay, dann sehe ich für dich noch eine Engelkarte für die Woche. Veda, Harmonie und Gleichklang. Da sieht man schon, da schlägt sich so ein bisschen die Acht, ja. Das ist das magische Auge, ne, so denke ich auch, dass das, ja, spirituelle sehr stark, auch so Träume, die auf dich zukommen werden. Und, ja. Sie haben eine schwierige Lebensphase hinter sich gebracht und einen großen Schritt nach vorne geschafft. Bravo! Sie haben sich negativen Einflüssen entzogen, sich auf ihre Talente und Stärke besonnen. Das Wichtigste, sie haben Frieden gefunden, strahlen Glück und innere Harmonie aus. Sie sind bereit, sich auf neue Herausforderungen des Lebens einzulassen. Glauben wieder an sich, zeigen sich und der Welt ihre ganze Kraft und Kreativität. Sie beginnen einen neuen, friedlicheren Lebensabschnitt und schlichten Streit, wo sie können. Gut, das ist jetzt auch ihre Aufgabe. Meiden Sie Konflikte, die Frieden und Harmonie aufs Spiel setzen. Wenn Ihnen das gelingt, kommen wunderbare Dinge auf Sie zu, in Beruf und Liebe, ideell wie materiell. Mögliche Gefahr, sich um des lieben Friedens willen ausnutzen und unterdrücken zu lassen. Veda hilft ihnen, ihr seelisches Gleichgewicht zu stabilisieren, Frieden zu verbreiten. Bemühen Sie sich um Ausgleich, lassen Sie sich nicht reizen oder aus der Ruhe bringen. Okay. Kommen wir zur zweiten Legung. Oh ja, die Veränderung. Das war der Blitz, die Wirbel in ihrem Kleid, ja, eine Strudel. Also es muss sich hier definitiv was verändern. Ja? Mein Weg sind tiefgründig, stets gegenwärtig, immer in Bewegung. Ich arbeite mit Drama, lass es donnern und blitzen, und raus kehrt alles von unten nach oben. Ich arbeite im Hintergrund, schiebe dich, schubse dich, verschleiße und erschöpfe dich. Ich wirble und beutel dich. Ich
pritzt dich voll und drückt dich platt. Ich entsetze dich und wiege dich. Ich mache den Weg frei für das, was kommt. Ich kann zierlich sein oder von überwältigender Fülle. Kurz oder von Dauer. Aufblühend oder aufwallend. Es gibt keinen Weg an mir vorbei. Mythologie. Bei den Yoruba in Afrika ist Oya die Göttin des Wetters. Ihr werden vor allem Tornados, Gewitter, zerstörerische Regenstürme und das Feuer zugeordnet. Sie steht aber auch für weibliche Führungskraft, bezwingenden Charme und Wandlung. In Brasilien ist sie eine der mächtigsten Macumba-Göttinnen. Sie wird zu Hilfe gerufen, wenn sich Frauen in schwer zu lösenden Konfliktsituationen befinden. Auf der Abbildung trägt sie ein Gewand in ihrer Lieblingsfarbe Weinrot. Sie deutet auf 9 Wirbelstürme. Die 9 sind ihre heilige Zahl. Und ihr Turban, dessen Enden so verdreht sind, dass sie wie Büffelhörner aussehen, erinnern an die Legende, die erzählt, wie sie bei der Hochzeit mit Ogun die Gestalt eines Büffels annahm. Bedeutung der Karte. Oya stürmt in dein Leben und verkündet dir, dass eine große Veränderung nach dir ruft, die schluckt und sich hartnäckig auf deiner Türschwelle niedergelassen hat, um auf deinem Weg zur Ganzheit weiterzukommen. Musst du den Wandel zu deinem Teil deines Lebens machen? Warst du in letzter Zeit zu beschäftigt, zu gestresst, um für dich notwendige Veränderungen anzustreben? Oder ist die Vorstellung von tiefgreifender Verwandlung für dich mit Angst besetzt, sodass du sie entweder zur Seite schiebst oder mit ihr Verstecken spielst, sie ignorierst? Hast du dein Leben so perfekt eingerichtet, dass für neue Möglichkeiten einfach kein Platz mehr übrig ist? Jetzt ist Zeit für Veränderungen. Zeit, den Besen zu schwingen und auszukehren, aufzuwischen und sich davon zu fegen zu lassen. Vielleicht bist du gerade selbst mitten in einem Wechsel, vielleicht auch die Wechseljahre, und hast große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Jeder Widerstand gegen notwendige Veränderungen löst nur noch schmerzhaftere und tiefgreifendere Wandlungsprozesse auf. Wenn du dich dafür entscheidest, einfach mit dem Wechsel zu tanzen, wird alles leichter, weil du mit ihm fließen kannst. Betrachte diese Phase der Ungewissheit und des Umsturzes als eine wertvolle Zeit für dein Wachstum. Geh tief hinein in den chaotischen Tanz der Veränderung und du wirst reich gesegnet, mit einer Fülle neuer Möglichkeiten daraus hervorgehen. Etwas vollkommen Neues und anderes will in dein Leben kommen. Deshalb erinnere dich, Oya, daran, dass jeder Boden, bevor etwas gepflanzt werden kann, zuerst umgegraben werden muss. Jede Veränderung bringt genau das in dein Leben, was du auf dem Weg zur Ganzheit am dringendsten benötigst. Schauen wir mal, was die Woche dir im Allgemeinen sagen möchte. Na? Mimirs Brunnen, die Weisheit. Ne, so Odin und sein Auge, ja. Er scheint wie so ein Pendel in der Hand zu halten. Mimirs Brunnen steht vor allem für
Erfahrene Weisheit, gelebtes Wissen, Intuition und innere Schaukraft. Wir ahnen bereits die Zusammenhänge einer Angelegenheit, selbst wenn wir sie bewusst noch nicht verstehen oder einordnen können. Im Außen auftretende Symbole und Zeichen können wichtige Hinweise für vergangene Dinge liefern, die direkt mit uns zu tun haben. Wissen, das wir jetzt wieder anwenden können. Auch Träume liefern zuweilen wertvolle Hinweise oder Einsichten, da sie die Schnittstelle zu unserem Unterbewusstsein bilden, welches zukünftige Ereignisse bereits lange vor unserem Wachbewusstsein wahrnimmt. Ist auch hier, ja. Würde ich Träume beschäftigen? Vielleicht bist du auch innerlich aufgewühlt über ein gewisses Thema, ja, das irgendwie aufgeklärt werden muss. Dass du auch in diesem in Träumen, ja, oder vielleicht auch in gewisse mit Meditationsübungen zur Ruhe kommst und dann plötzlich siehst, hey, so eine ähnliche Situation hatte ich schon mal. Und da habe ich so und so reagiert und das war gut oder das war weniger gut. Und erinnere dich mal, ja, also versuch zur Ruhe zu kommen, lass dich von anderen deinem inneren Frieden nicht stören. Aber bring Ordnung in dein Leben, auch so in dein Gefühlschaos, ja. Wir haben jetzt auch November und einiges muss ausgemistet werden. Wir kommen bald in ein neues Jahr. Und allen alten Ballast wollen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wir wollen ja als weise Frau in das neue Jahr hineingehen. Ja, oder dann ist das jetzt ein guter Anfang. Ja, für die erste Woche, auch wo der Nikolaus ist. Ja. Der eine hat Laktoseintoleranz beispielsweise, der verträgt gar keine Vollmilchschokolade, dann halt einen höheren Kakaoanteil holen, ja, wo nicht so viel Laktoseanteil drin besteht, zum Beispiel. Ja, oder einfach ein Müsli schenken oder was gerade die Person gerne mag, ja. Oder wenn er schon tausende Socken bekommen hat, dann lass das mal die Socken weg. Ja. Und einfach auch vielleicht auch mal so was Kreatives und was Witziges. Ja, so Scherzartikel mal reinsetzen. Wir nehmen vielleicht die. Ja, so. Also muss vielleicht auch jeder drüber lachen, ja. Du bist das dann herumspringt, du so, ach Gott, was soll ich tun damit jetzt? Ja, es wird aber zu der kalten Jahreszeit dann doch viel Unsinn damit getrieben, da hat sehr viel zu lachen. Ja? Okay, schauen wir mal, was im Beruflichen auf dich zukommt. Hödur, ne, so Blindheit. Du bist ja irgendwo ein bisschen blind. Ja, verschließt du die Augen vor der Wahrheit? Willst du vielleicht etwas nicht wahrhaben? Verlockende Angebote sind jetzt mit Vorsicht zu genießen. Im Umfeld dieser Karte treten gerne Menschen mit gut gemeinten Ratschlägen auf, die unser Ego streicheln und bei undurchsichtigen Machenschaften unsere Mithilfe erbitten oder einfordern. Verstand und Intuition sollten sich nicht von egoistischen Wunschträumen vernebeln oder blenden lassen, für deren scheinbar schnelle Umsetzung wir irgendwann den vollen Preis bezahlen müssen. Ja. Also solltest du auf eine Kaffeefahrt gehen, ja, lass dir nichts andrehen. Ja, also du brauchst jetzt auch keine neue Zeitschrift. Und haushalte mit deinem Geld. Ja? Rechne auch deine Stunden nach, ob du alle Stunden ausbezahlt bekommen hast. Schauen wir mal in Bezug auf die
Beziehung? Balder. Die Sanftmut. Das ist doch schön. Wir stehen hier so im Licht und rein spirituell, so ein bisschen der Frühling. Und ja, das freut mich jetzt. Hier war's Balder auf seelische Wärme, gegenseitiges Vertrauen, Respekt und ehrliche Offenheit, sowie Balders Pferd, ja, die gezähmte, sublimierte und verwandelte Triebebene es vermag, frische Quelle, Gefühl hervorsprudeln zu lassen. Fließen, tiefe Zuneigung, echte Anteilnahme und selbstlose Liebe, die uns einander näher zu bringen, dem anderen zuzuhören und sich berühren lassen von seinen Nöten, Bedürfnissen und Sorgen, machen uns zum Diener einer höheren Kraft, deren Quelle reine Liebe entspringt. Sanftmut und Zärtlichkeit lautet die Botschaft. Wow. Oh, muss ich das? Brauche ich gar keinen Engel mehr zu ziehen, oder? Aber ich tue es auf jeden Fall. Ja? Ich ziehe auch für dich eine Engelkarte für diese Woche. Fahr, Zartheit und Feingefühl. Super. Hey, man kann sie eigentlich nicht besser haben, oder? Diese Karte ruft sie auf, sich liebevoll in andere hineinzuversetzen, verständnisvoll auf ihre Schwächen zu reagieren. Suchen Sie die Gesellschaft von Menschen, die ihr seelisches Gleichgewicht fördern. Und bemühen Sie sich, Hitzköpfen gelassen zu begegnen. Ob Glück oder Niederlage, lernen Sie die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Geben Sie Ihr Bestes und fügen Sie sich dann in Ihr Schicksal. Sie müssen nicht zum Opferlamm werden, sollten aber Angriffen nur ausweichen, nicht zum Gegenschlag ausholen. Wenn Sie jemand sanft um etwas bitten, was er Ihnen eigentlich nicht geben will, haben Sie größere Chancen, es zu bekommen, als wenn Sie harte Forderungen stellen, mögliche Gefahr, zu ängstlich und empfindlich zu reagieren, ausgenutzt zu werden, verhilft Ihnen, vernünftige Entscheidungen zu treffen, einfühlsam und sanft zu handeln. Lassen Sie sich zu nichts überreden, was Ihnen gegen den Strich geht. Versuchen Sie sich in andere hineinzuversetzen. Bleiben Sie gütig und gelassen. Lassen Sie Gegner ins Leere laufen. Ja? Okay. Dann kommen wir zur dritten Legung. Schauen wir mal, was die Karte uns sagen möchte. Hekate, die Wegkreuzung. In dunklen, mondlosen Nächten sitze ich mit meinen Hunden an der Kreuzung, an denen sich drei Straßen treffen. An Kreuzungen, die eine Wahl erfordern. Alle Wege führen zu Kreuzungen und alle scheinen verlockend. Doch du kannst nur einen gehen, du kannst nur einen wählen. Jede Wahl gebiert ein Ende. Und vor jedem Anfang steht ein Ende. An einer Kreuzung, welchen Weg wirst du wählen? Welchen wirst du gehen? Welchen? Die Wahl liegt zwar bei dir, doch teile mit mir dein ein Geheimnis. Die beste Wahl ist, in die Leere zu gehen. Die beste Wahl ist, sterben zu lassen. Die beste Wahl ist, frei zu fliegen.
Mythologie. Hekate wird einerseits als Mondgöttin der Thraker angesehen, andererseits als alte vorgriechische Göttin der Hebammen, der Geburt, der Fruchtbarkeit, der mondlosen Nächte, der Magie, des Wohlstands, der Erziehung, der Zeremonie und der Unterwelt. Die Göttin wurde vor allem an Plätzen, an denen drei Straßen zusammentreffen, verehrt, an denen ihre Anhänger auch ihre Opfergaben darbrachten. In mondlosen Nächten zog sie, begleitet von einer Horde Hunde, draußen umher, zusammen mit Persephone, in Klammer Jungfrau, und Demeter, Mutter, bildete Hekate, weise Alte, eine Göttinnentriade. Ja? Das war gemeinsam Plätzchen backen. Alle drei Generationen zusammen und die Oma bringt ihre Weisheit mit rein und die Jugend die Kreativität und ja auch die mütterliche Kraft, den Teig auch professionell auszurollen. Na? Bedeutung der Karte. Wenn Hekati auf dich wartet, ist es an der Zeit, eine Wahl zu treffen. Zeiten der Entscheidung sind nicht leicht. Sie erfordern von dem Menschen, der eine Wahl treffen muss, einen mutigen Sprung ins Ungewisse, der nur mit einer gehörigen Portion Vertrauen und Glauben zu meistern ist. Die Göttin fordert dich auf, die Idee loszulassen, dass es nur einen richtigen oder einen falschen Weg gibt. Alles, was zählt, ist das Wählen selbst. Vielleicht hast du bisher eine dringende Entscheidung immer wieder hinausgeschoben, weil du dich bedrängt oder überfordert fühlst oder weil du für dich weder bei der einen noch bei der anderen Wahl einen Gewinn siehst. Oder die Entscheidung löst bei dir eine große Angst vor dem Unbekannten aus. Möchtest du lieber bei dem bleiben, was du kennst, weil dir dies als der leichtere oder einfache Weg erscheint? Es gibt auch Situationen, die eine Entscheidung fordern. Und trotzdem bist du noch nicht bereit dafür. In diesem Fall kannst du dir selbst am besten dienen, indem du einfach anerkennst, dass es so ist. Und dann lasse los. Vertraue darauf, dass du dich entscheiden wirst, wenn die Zeit dafür reif ist. Schaffe dir selbst Zeit und Raum und setze dich nicht unter Druck. Raufe dir auch nicht die Haare und kritisiere dich für deine Unentschlossenheit, sondern schenke dir stattdessen liebevoll Zuwendung. Wenn du losgelassen hast, kommt plötzlich Klarheit und sie zeigt dir, was zu tun ist. Hekates Aufforderung lautet: Umarme das Unbekannte, egal welche Wahl du triffst. Sie wird dir ein Geschenk von unschätzbarem Wert bringen, dass du auf deinem Weg zur Ganzheit gut gebrauchen kannst. Ja, manchmal, also jeder Weg ist der richtige. Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn man einmal umkehrt. Ja, aber so die besinnliche Jahreszeit, das familiäre Zusammentreffen mit der Familie und im Endeffekt, wenn ihr euch zu dritt zusammensetzt, ja, Oma, Mutter und Tochter jetzt beispielsweise, und ihr backt zusammen, vielleicht noch das Enkelkind dazu. Nicht so, jeder darf mal vom Teig naschen, ja. Und ja, jeder kann dann sein Tütchen, Plätzchen mitnehmen und es ist doch richtig besinnlich. Es macht doch richtig Spaß und so, vielleicht ein Früchtepunsch dazu. Das ist doch manchmal sehr angenehm. Ja, es muss ja nicht unbedingt Alkohol sein, Glühwein. Das muss ja nicht sein. So, wer will, kann natürlich gern. Ja, wenn jetzt kleinere Kinder dabei sind, würde ich auf den Früchtepunsch zurückgreifen. Ja, so. Die kleine Hexenküche. Ja, so. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Ja, wenn es Parmesan-Cracker sind, ja, warum nicht? Ja, so muss ja auch nicht zu süß sein. Okay, kommen wir mal zum Allgemeinen. Was haben wir hier? Sigorifa, erkennen. Ist ja schöne, schöne Karte. Regenbogen im Hintergrund, die Sterne, der Speer, das Schild. Sie steht das auf dem Felsen, ja, das ist der Fels in der Brandung und ringsherum hat sie die Flammen um sich. Was ist da jetzt noch mit der Mythologie? Das muss ich mal reinschauen. Irgendwie ist es noch im Unterbewusstsein. Sigdrifa ist eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Sigurd oder Siegfried durchschneidet den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Doch gewusst, da war doch was. Als Person treffen wir möglicherweise wirklich auf einen Menschen, dessen Seele jetzt ebenso bereit dafür ist, mit uns in Kontakt zu treten. Sind wir gänzlich in Leidenschaft entflammt und von unserem Gegenüber verzaubert, steht einem Dahinschmachten und Versinken in tiefen Gefühlen nichts mehr im Wege. Da das Unerreichbare jedoch oftmals erlischt, sobald wir nach ihm haschen, ermahnt uns Sigdrifa gleichzeitig zwar unserem Herzen zu folgen, ebenso aber nicht die Wahrheit hinter den Bildern zu sehen, zu vergessen, in denen sich letztendlich nur die eigene Eros widerspiegelt. Kommen wir zum Beruf. Widder, Besonnenheit. Ah, da steht doch schon ziemlich kraftvoll hier in dem Bild. Der Baum hat noch ein Gesicht. Sieht so ein bisschen herbstlich aus. Er trägt die Birke mit. Und ja, am liebsten würde ich jetzt euch vom keltischen Baumorakel die Bedeutung der Birke nicht vorenthalten, aber das wird wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen. Und ich muss mich da noch etwas reinlesen. Das ist alles etwas spontan aus mir heraussprudelt. Auch hier lautet die Devise: erst denken, dann handeln. Vorschnelle Entscheidungen, zu denen wir zuweilen auch gedrängt werden, trüben unseren Blick für das Wesentliche und führt uns dazu, dass Dinge auch schon mal kaputt repariert werden. Ruhiges, besonnenes und bestimmtes Auftreten zeugen von größerer Souveränität, als sich vorlaut in den Vordergrund zu drängen. Ebenso ist die Zeit gekommen, um Stellung zu beziehen. Allzu abgehobene Visionen und unhaltbare Luftgebilde sind fehl am Platz. Wenn es darum geht, ein solides Fundament mit klaren Strukturen zu schaffen, nur wer mit beiden Beinen auf der Erde steht, gelangt am Ende auch ans erwünschte Ziel.
Oh, Moment. Ich gucke jetzt doch mal rein, ob ich es auf Anhieb finde. Inhaltsverzeichnis. Jedes Jahr hat einen neuen Anfang und so auch das keltische Jahr. Es beginnt am 1. November nach den Feiern von Halloween und Allerheiligen. Nach Samhain, wie es früher hieß. Das keltische Jahr hat 13 lunare Monate und jeder ist nach einem Baum benannt. Auch Manin, der Inselmann von der Westküste Schottlands, wurde Verbrecher früher zeremoniell mit der Birkerute gezüchtigt, um alle bösen Einflüsse auszutreiben. Erst in den letzten Jahren wurde diese Praxis aufgegeben. Und dabei haben die modernen Strafreformer die religiösen und spirituellen Aspekte der Birkerute-Züchtigung nicht bedacht. Auch das neue Jahr konnte nicht beginnen, bevor nicht das alte abgeschlossen und alle bösen Einflüsse vertrieben waren. Betrachten wir den keltischen Wald, wie er einst alle britischen Inseln bedeckte, so fällt uns die Birke als anmutiger, schlanker Baum mit ihrer charakteristischen weißen Rinde ins Auge. Das Weiß zeigt Reinheit und Entschlossenheit zur Überwindung von Schwierigkeiten. Diese Karte zu ziehen bedeutet also, dass ein neuer Anfang wahrscheinlich ist. Bevor dieser sicher in Angriff genommen werden kann, müssen jedoch alle alten Vorstellungen, behinderten Einflüsse und schlechte Gedanken abgelegt werden. Wenn Sie Ihre spirituelle Reise mit diesem Baum als Führer antreten, dann richten Sie Ihren Sinn aus nach dem sich vor Ihnen emporstreckenden, schlanken Weiß des Baumes, das sich deutlich abhebt von dem grau verschlungenen Unterholz, von dem Gewirr der Sträucher und dornigen Büschen, die den Waldboden bedecken und den Weg behindern könnten. Die Reise muss ein Ziel haben, das verstanden sein will, bevor Sie Ihren Weg antreten. Das Bild des anstrebten Ziels sollten Sie im Sinn behalten, sodass Sie von Ihrem Weiterkommen keine Ablenkungen abbringen können. Wenn Sie die Karte jedoch kopfstehend ziehen, ist dies vermutlich nicht die geeignete Zeit für einen Neubeginn. Es mag Probleme geben, die zuerst zu bereinigen sind, bevor der Weg sich öffnet und eine Richtung zu bestimmen ist. Okay. Ich denke, das war auch ganz aufschlussreich. Schauen wir mal, was uns die Beziehungs... Oh, Ginnungagap. Die Lehre. Ja, also ich, so vom gesamten, denke ich, du musst bewusst eine Wegkreuzung gehen. Es kommt etwas Neues in dein Leben, ob das jetzt unbedingt Siegfried ist, ja. Aber du kannst ihm ja auch eine Chance geben. Ja. Also ich denke, da ist nicht so verkehrt. Hier fordert die Karte dazu auf, sich in unserem Inneren mit persönlichen Beschränkungen bzw. Begrenzungen auseinanderzusetzen, die ein mögliches Weiterkommen verhindern und unsere Natürlichkeit blockieren. Dazu kann gehören, die eigenen Wunschvorstellungen als Sehnsüchte zu begreifen, die uns zwar erhofftes Glück verheißen, andererseits aber in
unliebsame Realität ablehnen oder sie durch Träumereien zu überdecken suchen. Im Grunde gibt es hier im Außen nichts zu tun. Erst wenn wir begreifen, dass da nichts ist, was wir je halten können, ist da auch nichts mehr, um was wir fürchten oder uns sorgen müssen. Ja? So, ich denke, du bist schon längst frei. Und wenn dir doch so ein toller Mann begegnet ist, ja, warum zögerst du auch mal in das Unbekannte zu gehen? Ja? Ist auch für dich sich eine Engelkarte für diese Woche. Schauen wir mal, was sie dir sagen möchte. Marlene, die Fülle. Wow. Hey, super. Ich glaube, dir bringt der Nikolaus was ganz Tolles. Ja. Also im Moment kannst du dich wirklich nicht beklagen. Jetzt geht's bergauf. Sie ernten die Früchte ihrer Bemühungen. Gute Nachrichten, wirtschaftliche Erfolge und Glück. Sie schlagen den richtigen Kurs ein, gewinnen Einfluss und Ansehen. Sie sollten neue Chancen erkennen und auf gute Ratschläge hören und die Fülle des Lebens genießen, ohne in materielle oder physische Abhängigkeit zu geraten. Lassen Sie Wohlstand, Erfolg oder Macht nicht zur Fessel werden. Bleiben Sie Ihren Idealen treu. Diese Karte bedeutet auch große Liebe, Ruhm, Freundschaft, Familienharmonie und Fruchtbarkeit. Beziehungsprobleme können gelöst, ein Streit aufgeräumt werden. Lassen Sie andere von Ihrem Glück profitieren. Wenn Sie hochmütig und maßlos werden, stürzen Sie ab und verlieren mehr, als Sie gewonnen haben. Mögliche Gefahr, hier das Maß zu verlieren und allzu materialistisch zu werden. Marlene hilft Ihnen, den Versuchungen des Erfolgs zu widerstehen. Tageskarte, nehmen Sie Geschenke freudig an, nutzen Sie Ihre Chancen voll. Mit Großzügigkeit kommen Sie am weitesten. Ja, also zöger nicht, ja, lass alte Bedenken los. Klar sollst du dich nicht auf übers Ohr hauen lassen, ja. Aber ihr wartet was ganz Tolles auf dich. Du bist das Glückskind der Woche, ja? Du wirst also befreit und ja, Harmonie und Einklang. Also für jeden ist die erste Person sollte doch eher ein bisschen in den Rückzug gehen, seinen Akku aufladen, ja. Und hier in Bezug auf Beruf lass dich hier nicht über das Ohr hauen. Und also ja, das gefällt mir jetzt richtig für die erste Dezemberwoche. Da der letzte Monat, da war doch schon ziemlich turbulent, da vor allen Dingen für die Männer. Jetzt, ich lasse mich mal überraschen, was es für die Männer dann nächsten Monat oder auch die kommende Woche heißt. Ich möchte für euch alle noch eine Karte aus dem Bambus-Orakel ziehen. Und okay, die habe ich jetzt gezogen. Ach ja. Lin.
Schreitest du vorwärts, verengt sich dein Radius, blickst du zurück, weitet er sich. Sie sind das Ergebnis all ihrer bisherigen Taten, Überlegungen, Gedanken, Freuden und Leiden. Suchen sie ihr Glück in der Zukunft, werden sie enttäuscht sein. Nur in diesem Moment, im Jetzt und an diesem Ort, im Hier, können sie ihrer selbst ganz gegenwärtig sein. Konzentrieren Sie sich bei Ihren Vorhaben auf den Augenblick, lassen Sie aber Zukunft und Vergangenheit nicht außer Acht. Und somit möchte ich euch in eine wunderschöne erste Dezemberwoche schicken und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Nikolaustag. Bekommt vielleicht eine Kleinigkeit, da hättet ihr einen bekommen, vielleicht den lang ersehnten Verlobungsring. Die anderen ist so, der Scherzartikel, ne, mit dem Klipperauge oder mit dem klappernde Gebiss. Die andere einen Päckchen, Plätzchen. Also ich freue mich immer riesig, wenn ich von meiner Oma selbstgemachte Plätzchen bekomme. Ich habe es gestern versucht. Also die schmecken nicht wie meine Oma ihre. Ich habe auch Baileys reingetan und alle haben irgendwie Unterschied. Es waren doch mehrere Bleche und jedes hat eine andere Farbe. Aber man kann sie essen. Ja, es ist schon mal gut. Ja, also ich würde sagen, zu zweit macht es wesentlich mehr Spaß. Und ja, ach so, die Ja- und Nein-Frage noch. Ne? Wir haben ja hier die zwei Engel. Wenn ihr eine Frage habt. Jetzt weiß ich es selbst nicht mehr, wer ja und wer dein ist. So, schauen wir mal, was ist das? Ist das ja? Also alle, die den Engel gewählt haben, das ist das ja. Alle, die diesen Engel gewählt haben. Oh, das Nein. Ja, ein Vielleicht gibt's jetzt heute nicht. Und vielleicht die nächste Woche oder morgen zum Monatsorakel. Mal schauen, ob ich das morgen alles so hinbekomme. Also wenn es auch erst am Montag veröffentlicht wird, ist es auch nicht so schlimm, oder? Okay. Auf jeden Fall, ihr dürft mich gern bei Facebook Tarot Morgan Le Fay anklicken. Und wenn ihr persönliche Fragen habt, hoffe ich doch, dass es bis in 14 Tagen geklappt hat. Dann schreibe ich auch meine 0900er Nummer darunter. 24 Stunden werde ich natürlich nicht erreichbar sein. Auch weil ich Termine habe, aber so in einer Woche, 14 Tage, könnt ihr mich auch gern persönlich kontaktieren. Dann können wir mal darüber sprechen. So vorausgesetzte Zeit, so gedanklich, ja, dass zwischen 11 und 24 Uhr dann doch auf jeden Fall jemand da ist, der mit euch spricht. Und in Ausnahmefällen dann am Wochenende, wenn ich zu Hause sein sollte und bin jetzt nicht gerade on Tour, könnt ihr mich auch gerne in Notfällen nachts kontaktieren. Wenn ich nicht da sein sollte oder der Anrufbeantworter ist dran. Also Anrufbeantworter würde euch ja wiederum Geld kosten. Auch eine Ansage. Ja, nach dem 10. Klingeln, würde ich sagen, kann man auflegen. Okay? So könnt's dann
durchgehend versuchen. Meistens ist es so, wenn jemand anrufen möchte und das spüre ich dann, wenn es dann Probleme gibt und dann bin ich eigentlich auch da. Dann bin ich halt wach und stehe euch zur Verfügung. Auch kleine Fragen oder auch größere Sorgen bewältigen zu können. Ja? Okay. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was ich eventuell gewählt habe. Was meint ihr? Welchen Stein könnte ich gewählt haben? Welche Legung könnte zu mir passen? Ja, es ist dieser. Also der Kompass. Das ist auch so ein bisschen ja, Mahnung auf mich, dass ich eigentlich schon seit ja 3, 4 Monaten mit dem Gedanken spiele, einen Kompass mit in die Legung zu bringen. Und ja, Frage, bei welchem Atomkraftwerk, welches sollte abgeschaltet werden als erstes? Wo müsste man Angst haben, dass es eventuell mal rumst oder so? Da braucht man dann halt auch einen Kompass dazu. Drachen haben eine ganz be besondere Bedeutung für mich. Ja, und meine Mama war so eine Hausdrache vom chinesischen Sternzeichen her. Dann habe ich euch gesagt, dass ich jemand gestorben ist. Und ja, hier der Traum im Allgemeinen, dass er sich im Traum meldet. Ein gewisser Rückzug, also ja, ich habe jetzt so einen Magen-Darm-Trakt gehabt und auch Kreuzschmerzen, wo ich mich dann doch zurücknehmen musste. Wo ich auch ziemlich viel Termine jetzt von der letzten Woche weitergeschoben habe. Ich hoffe, ich bekomme die da noch irgendwie hin und zur Ruhe und ja. Das würde auch irgendwo hinkommen. Da bin ich auf der einen Seite ganz froh, dass ich die Person nicht sehe. Ja. Also kann das, spielt das nur mit meinen eigenen Gedanken eine Rolle. Und es wird gar nicht so weit kommen. Okay. Harmonie und Gleichklang. Auf jeden Fall will ich in die Natur gehen. Ja, also morgen ist der erste Advent. Und eigentlich wollte ich schon längst so ein kleines Gesteck machen. Ja, so mit Steckmoos und Kerze und ja, dann werde ich vielleicht die nächste Woche mal schauen, dass ich zumindestens zum zweiten Advent mitunter ein kleines Gesteck habe. Okay, ansonsten packt euch warm ein, dass ihr euch nicht erkältet. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss.